Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Teambuilding-Video zum 6. Spieltag der German Pokémon League Season 4. Heute gegen das Team Triolotree und dem Teamleiter Mindtube. Damit sind wir schon beim 6. Spieltag angekommen und wie immer wollen wir natürlich auch mal schauen, normalerweise, wie es eigentlich so beim letzten Mal verlaufen ist innerhalb der letzten Woche. Das würde ich aber jetzt diesmal konkret einfach mal auslassen, weil ich den letzten Spieltag einfach gerne vergessen möchte. Aber ich werde es einfach nicht können. Ja Leute, ich spoiler kurz. Letzter Spieltag, Captain Cringe, 6:0, Cresselia Sweep. Mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen, ich muss mich noch trotzdem nochmal offiziell entschuldigen für den großen Fehler, den ich gemacht habe. Ich werde das in einem anderen Video nochmal sagen, dass ich aktuell recht wenig Zeit habe für die GPL, sehr, sehr viel Stress habe aktuell. Das werde ich aber später noch irgendwann erwähnen, ich möchte das ungern hier reintun und da hier auch die Zeit verplempern. Deswegen möchte ich mich jetzt erstmal ganz normal dem lieben Mindtube widmen, dass wir in diesem Fall dann auch endlich mal weiterhin 3 Punkte für uns holen können, damit wir wieder unentschieden stehen quasi. Denn jetzt haben wir 3 Niederlagen und 2 Siege, somit sind wir jetzt leider abgerutscht auch innerhalb der Tabelle. Nicht so stark, wie ich dachte, wir waren zuletzt ja auf Platz 7, sind jetzt auf Platz 9. Hätte schlimmer ausgehen können tatsächlich bei der Differenz, aber wer weiß, wir dürfen jetzt nicht weiterhin verlieren. Wir müssen jetzt wieder siegen, sonst können wir uns nicht im Mittelfeld halten. Das wird wichtig sein. Vielleicht schaffen wir es ja eben zur Halbzeit irgendwie so die Hälfte so anzusteuern, dass wir die Hälfte Siege, Hälfte Niederlagen haben. Das wäre schon ziemlich gut. Vielleicht sogar mit der positiven Bilanz. Wir werden mal gucken, was dann bei rauskommt. Aber erstmal widmen wir uns dem lieben Mindtube. Der hat nämlich dieses Season ein sehr interessantes Team mitgenommen. Mit seinem Team Triolotree, das hat er ja immer gehabt, diesen Titel. Aber ein ganz besonderes Team, zum ersten Mal auch ein neues Logo. Wir schauen uns aber erstmal ganz normal nur sein Team an, was wie gesagt sehr interessant ist und vor allen Dingen, wie mir auch aufgefallen ist, sehr, sehr, sehr stark präferiert auf der physischen Offensive. Wir haben Zvictini, sehr starkes Zetmon, Azumarill, das ist ein ganz besonderes Pokémon, auf das ich eh noch gleich eingehen muss, Knackrack natürlich, Hutsasser ist mal was Defensives tatsächlich, Costoso, letztes Mal was speziell Offensives, Waschspiel, Echnatol auch mal was Defensives, Skumtang, Pinsir, Kecleon. Physisch. Kann natürlich noch andere Sachen spielen, aber so wie ich es in seinem Team erwarte, in der Konstellation, wird er eben sehr, sehr offensiv spielen. Das hat er sehr, sehr oft gemacht auch schon und auch gegen mich wird das wahrscheinlich tun. Und damit muss ich eben rechnen. Man sieht schon innerhalb der Typenschwächen, dass da einige Typen noch sehr, sehr stark hinausstechen. Hier zum Beispiel vor allen Dingen in der Fraktion, dass alles zumindest sich wieder auch ausgleicht natürlich. Aber einige Typen, die so gut wirken, die brauche ich nicht mal unbedingt gegen sein Team. Wenn ich mir so Flug angucke, da hat er jetzt nur eine Resistenz, die muss ich nochmal ganz kurz suchen. Das war sein Blitzer. Ist schon mal nicht schlecht, das heißt, Flug kann ich grundsätzlich immer mitnehmen, aber andere Typen gleichen das dementsprechend auch nochmal aus, je nachdem, was er so für Pokémon hat natürlich. Da muss ich gucken, was ich dementsprechend mitnehmen kann. Also Eis wird auf jeden Fall ein wichtiger Typ sein, den ich brauchen kann. Muss ich mal gucken, inwieweit ich den einsetze. Gestein ist auf jeden Fall auch wichtig, dementsprechend ganz, ganz, ganz dringend die Tarnsteine mitnehmen. Kann ich auch schon vorwegnehmen. Er hat einige... Alle viele Schwachpunkte, so, die so ein bisschen klein wirken. Klar, die Tarnsteine sind ist die eine Geschichte, weil er hat auch nicht wirklich viel Hazard Control. Er hat Waschakwil, er hat Skumtank, können auflockern, aber er muss sie auch erstmal mitnehmen, die beiden. Ist nicht so wahrscheinlich, wie ich finde. Switchens hat er recht wenige, gerade eben, weil er so eben nicht so defensiv ist tatsächlich. Er hat Hutsasser vielleicht, das kann ich sogar ausnutzen gleich zu meinem Vorteil, wenn ich das richtig mache. Und so ist sie echt noch toll. Natürlich noch andere Präferenzen, die er nehmen kann, aber die erwarte ich eher weniger. Ansonsten will ich auf jeden Fall sicher sagen, dass ich dementsprechend die Tarnsteine mitnehmen muss. Anfetzen, das habe ich eben schon erwähnt. Azumarill ist ein riesengroßer Fett für mein Team. Riesengroß. Ich hatte nicht wirklich was das wirklich safe auskonnte. Ich habe hier Empoleon hingeschrieben als allererste Idee, weil die Steps eben natürlich getankt werden. Aber Azumarill kann sowas wie Kraftkoloss. Da muss ich ihn drauf setzen. Wenn er das nicht drauf hat, ist Empoleon ein perfekter Konter. Mal gucken, ob ich ihn so mitnehmen kann. Und Knackrack sehe ich ebenfalls als kleinen Fett an, weil ich nicht sagen kann, wie er es mitnehmen wird. Weil das Ding ist sehr, sehr variabel, auch vor allem in seinem Team. Deswegen kann ich trotzdem Filinara reinschreiben, vielleicht auch physisch defensiv, dass ich da eben einen Hard-Counter dagegen habe tatsächlich. Mal gucken, was ich dagegen einsetzen kann. Was mir auch aufgefallen ist innerhalb seines Teams, er hat keine so starke Initiative. Also was ich so sehe, Victini 100, Knackrack hat 102, glaube ich, als Init-Base. Blitzer ist sein schnellstes mit 130, das sticht auch hinaus, klar, aber der Rest ist nicht allzu schnell. Deswegen ist so ein Pokémon meinerseits wie zum Beispiel Voltolas sehr, sehr gut gegen sein Team, weil das alles outspeedet, bis auf Blitzer. Aber Blitzer muss er nicht unbedingt outspeeden. Also das wird ein wichtiges Pokémon sein auf jeden Fall. Und er hat auch nicht so viele, in Anführungszeichen, so viele Wahlschei-User, weil er viele Pokémon, die er damit mitnehmen könnte, anders spielen müsste, theoretisch. Knackrack kann ich mir sehr gut vorstellen. Blitzer macht da eher keinen Sinn. Waschakwil, wenn er es mitnimmt, dann auf jeden Fall Scarf. Muss er aber dann kann der Rest eben kein Scarf tragen. Victini würde ich auch eher mit einem Z-Kristall erwarten tatsächlich. Und der Rest ist potenziell eher zu langsam oder profitiert eben nicht allzu stark von diesem Scarf und kann ihn nicht allzu lange nutzen. Deswegen ist er da in der Hinsicht eher eingeschränkt. Mal Wahlbandglas hat natürlich umso mehr Varianten, das ist eigentlich immer so.
Aber auch da würde ich eher erwarten, dass er das nicht so mitnimmt. Das erwarte ich eher nicht. Fokusgurte auch eher unwahrscheinlich tatsächlich aufgrund der Tarnsteinsituation. Und worauf ich sehr, sehr stark achten muss, weil er das sehr, sehr gern spielt, glaube ich, sind die Antibären. Die spielt er sehr, sehr gern. Da muss ich speziell darauf achten, dass ich dagegen auf jeden Fall immer was gegen in der Hand habe. An Hersatz hat er auch nicht so viel, wenn man so ehrlich ist. Also er hat natürlich einiges im Enyu, er hat Pinsir und Kecleon als Tarnsteinleger. Die möchte er aber nicht immer unbedingt mitnehmen. Ansonsten ist Knackack eher so sein Staff-Rock-Leger, den er meistens mitnimmt. Aber das wird auch nichts bringen, wenn er dann Scarf ist. Ne? Das ist so das Feld, in dem er eingeschränkt ist. Innerhalb seiner Itemwahl und der Tarnstein natürlich. Und echt natürlich mit Giftspitzen spielt man eher weniger und macht auch gegen mein Team nicht allzu viel Sinn. Er hat recht viele Prioritäten, die auch recht stark sind, je nachdem, was das für Prioritäten sind. Wir fokussieren uns natürlich auf die Wasserdüse von Azumarill. Die ist verdammt gefährlich. Es kommt mit einem Tiefschlag natürlich. Ansonsten hat Kecleon noch viele Möglichkeiten. Das Ding kann auch reinhauen. Unterschätzt niemals die Enyus innerhalb eines GBL-Kampfes. Das muss ich sowieso nochmal vorwegnehmen, hatte ich fast vergessen. Das war ja bei Present schon so, dass ich da zum ersten Mal den Kampf zuerst aufgenommen hatte und dann das Teambuilding-Video. Ist in diesem Fall genau dasselbe. Wollte ich auch nochmal erwähnen, der Kampf gegen Mindshoop war bereits für mich und zwar schon vor 3 Tagen. Das ist auch schon ein bisschen her, das heißt, ich kann mich auch nicht ganz daran erinnern. Habe ich überhaupt gewonnen? Weiß ich nicht. Ist eigentlich auch egal. Aber ich weiß schon, wie es ausgegangen ist, dementsprechend. Müsst ihr auf jeden Fall reingucken. Und das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was man hier so sieht. Okay. Hat natürlich auch wieder einiges an Boosting-Zeug dabei, aber auch die sind nicht so wahrscheinlich, dass man die boostet, weil meistens sind die schon durch das Item, was sie tragen, eingeschränkt oder können grundsätzlich nichts in der Art machen. Fokus setze ich da auf diesen Fall auf Azumarill. Bauchtrommel ist das gefährlichste Set, was er gegen mich mitnehmen kann, offensiv. Da muss ich auf jeden Fall auf aufpassen. Ansonsten eher weniger Switch-Möglichkeiten, die brauche ich aber nicht wirklich dringend. Was mir auch aufgefallen ist, recht wenige Lead-Möglichkeiten, was mir sehr gut in die Hände spielt tatsächlich. Ich sehe was so wie Victini halt mit Kehrtwende, Knackack ist, könnte das Scarf sein oder Rocks haben. Gilt auch für Waschak wie mit einem Scarf oder auch mit Kehrtwende und Prozent Voltwechsel, um eben die Switch-Initiative zu haben. Mehr sehe ich da eigentlich eher weniger, außer eben die Pokémon, die Rocks legen könnten. Das wären zum Beispiel noch Pinsir und Kecleon, die erwarte ich aber eher weniger. Und Miltank wäre so ein Pokémon, was grundsätzlich gegen alles, was irgendwie in der Hand hat, entweder selber Tarnsteine rauslegen kann oder einfach grundsätzlich den Angriff tanken kann und dann vielleicht sogar eine Donnerwelle raushauen. Das wird gar nicht mal unwichtig sein, damit ich die Pokémon, die potenziell einen Scarf haben könnten, zum Beispiel Victini oder Waschakwil, dass ich eben den Scarf ausschalten kann, dass er eben nur noch Blitzer theoretisch hätte, was schnell ist und ich dann den Rest outspeeden kann. Das wäre gar nicht mal so unklug. Deswegen werde ich da ganz speziell wahrscheinlich auch auf Miltank setzen, vermute ich mal. Das kann seinen Job bestimmt machen. Schauen wir uns nochmal die einzelnen Pokémon an. Wir schauen zuerst auf Z-Victini, ein sehr, sehr starkes Z-Mon auf jeden Fall mit Triumphstern. Und ich erwarte es eben physisch offensiv tatsächlich komplett, dass wir einmal den Stab-Zen-Kopfstoß haben, vielleicht auch sogar den Psyum-Z heißt er, glaube ich, müsste das sein. Und die Kehrtwende, um eben Switch-Initiative zu haben. V-Generator ist der Signature-Move, den muss er eigentlich mitnehmen, dachte ich mir. Und Durchbruch ist so ein extra Move eben für meinen Miltank. Auch das könnte er theoretisch als Z-Move spielen. Das ist eben die Frage, wie ich ausgelegt bin und wie weit er ausgelegt ist und dass ich das überleben kann. Mal gucken. Azumarill. Wie schon erwähnt, eins der härtesten Threats für mich absolut. Natürlich mit Kraftkoloss, damit ich seinen Angriff natürlich verdoppeln kann. Zitrobeere, weil er dann dementsprechend seine Bauchtrommel wieder ein bisschen heilen kann. Bauchtrommel-Set ist, glaube ich, das, was er am ehesten für mich mitnehmen würde. Er könnte auch Wawa-Set spielen, auch das wäre möglich, aber ich glaube eher an das Zitrobeeren-Set. Mit Knuddler, Kraftkoloss und Wasserdüse. Ist ein super Set gegen mich. Er hat allerdings Wasserdüse natürlich, um Prio zu haben. Das ist der wichtigste Move auf jeden Fall. Tut da allgemein eben sehr, sehr stark, um auch sowas wie mein Kyurem zu treffen. Und Kraftkoloss ist so ein Notfall-Move eher gesagt, weil das senkt ja auch den Angriff. Und wenn man den schon maximiert hat, ist es natürlich schade, wenn man den senkt. Aber den wird er brauchen, und zum Beispiel gegen Sachen wie Miltank unter anderem. Ansonsten wird er es eher weniger einsetzen. Und gegen meine Stahlmonster natürlich. Sowas wie Kargoron, Empoleon, was eigentlich die Monster sind, die es normalerweise tanken könnten, theoretisch. Da kann das Ding ziemlich viel Damage machen. Also Vorsicht geboten. Knackack ebenfalls gefährlich. Man sieht schon, sein Team, wenn man das mal sich mal so anguckt, dass ich wirklich eher den Fokus auf die 3 Oreos legen würde, weil die sind die großen Threats tatsächlich. Victini kann ich noch einigermaßen handeln tatsächlich, das funktioniert noch, aber der Rest wird eben gefährlich. Und der Rest abwärts ist okay, darf man nicht unterschätzen, dementsprechend auf jeden Fall auch darauf achten, aber ansonsten gibt es da Pokémon, die ich auf jeden Fall handeln kann. Ganz, ganz sicher. Ja, Knackack eben mit Rauhaut auch ist eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, auch defensiv gut nutzbar. Antibeere, also Kyroya-Beere gegen Eisattacken auf jeden Fall. Ansonsten kann er die eben mit Tarnstein spielen. Drachenklaue, Erdbeben, Feuersturm kann ich mir gut Mix vorstellen. Er kann es auch Scarf mitnehmen. Da ist jetzt nämlich die Frage, weil er wird einen Scarfer mitnehmen. Ganz, ganz safe wird einen Scarfer mitnehmen in den Kampf. Ist die Frage, was wird es sein? Victini, Knackack oder Waschakwil? Je nachdem, was er dann noch davon mitnimmt. Weil die beiden kann ich auf jeden Fall sicher erwarten. Und dann würde ich auch eins von denen in Scarf erwarten, wenn es dann keins von denen ist.
dann würde ich das eher auf Knackknack erwarten tatsächlich und dann eben ohne Tarnsteine. Außer, das ist natürlich auch so ein schönes Set, wenn man Tarnsteine legt und dann damit blufft, dass man den Scarf nicht trägt. Das kann natürlich auch gut sein. Darf man nicht vergessen. Ansonsten Hutsasa. Gefährliches Pokémon kenne ich selber ganz gut, weil ich das in der letzten Season dabei hatte. Belebekraft mit Giftschleim ist unglaublich nervig mit der Heilung und auch mit Synthese und Pilzspore. Wieder so ein gefährliches Ding. Und das ist immer so eine Sache, da würde ich sehr, sehr gerne Miltank natürlich mitnehmen mit Vegetarier, um das da rein zu switchen. Aber ich brauche das Ding wahrscheinlich doch eher als Victini-Counter tatsächlich mit der Speckschicht. Das wird wohl schon nicht wichtiger sein. Ansonsten, wie gesagt, heilen kann sich das Ding ohne Ende mit Belebekraft, Giftschleim, Gigasauger, Synthese, ganz, ganz schlimm und Schmarotzer eben, um meine physischen offensiven Pokémon ganz, ganz böse zu damagen. Ansonsten Costoso, 1-9 Pokémon, finde ich sehr, sehr interessant, auch mit der Fähigkeit Flauschigkeit. Wenn ich mir noch recht entsinne, halbiert das grundsätzlich alle physischen Attacken, aber erhöht wiederum den Feuerschaden, den man kriegen würde. Auch interessantes Set. Würde ich tatsächlich sogar mit einem Wahlband erwarten, wenn er es mitnimmt, was ich eher weniger vermute. Weil dann kann er recht stark reinhauen. Risikotackle, Kraftkoloss sind so Step-Möglichkeiten, die er nehmen kann. Und Erdbeben und Donnerschlag zur Coverage sind auch nicht allzu unwahrscheinlich. Blitzer wird er wahrscheinlich auch mitnehmen, weil das ist, glaube ich, so eins der wenigen Monster, die überhaupt speziell spielen könnte. Klar, er kann Victini speziell spielen, Knackknack auch, aber die würde ich eher physisch erwarten. Und der Rest ist entweder defensiv oder eben physisch offensiv. Blutskunkler kann er auch noch spielen, aber auch da wird er eher physisch spielen. Das sehen wir uns gleich an. Aber Blitzer ist so sein speziell offensives Mon. Was anderes hat er da eigentlich nicht. Und da kann ich mich auch darauf eben fokussieren. Leben-Offset ist da wahrscheinlich und das heißt, dass er dann auch variabel spielen kann mit Voltwechsel, um eben schnell auszuwechseln. Kraftreserve, kann er die Kraftreserve Eis spielen? Könnte er machen. Er kann auch noch andere Möglichkeiten setzen gegen mich, je nachdem, was ich dagegen ihm in petto habe. Und Donnerblitz und Spukball eben, um nochmal schön Damage reinzuhauen. Waschakwil, wenn er das mitnimmt, dann wie gesagt Scarf. Ganz, 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 ganz sicher Scarf. Er kann es auch Bandit spielen theoretisch, aber das macht nicht wirklich viel Sinn gegen mich. Hohe Gewalt macht er dementsprechend genug Schaden mit dem, was er dann ansonsten hat an Attacken. Kraftkoloss ist auch sehr gefährlich. Ein super Move eigentlich auf Waschakwil. Das Ding ist nicht zu unterschätzen. Ich spiele zum ersten Mal dann dagegen tatsächlich. Sturzzug macht allem Schaden und Kehrtwende eben auch natürlich, um ein bisschen Momentum zu haben. Zermalmklaue einfach nur als anderer Step. Sehr gefährlich. Echt na toll. Erwarte ich als eine Hauptmöglichkeit als physische Defensive, um was gegen meine physischen offensiven Moves zu machen. Hat dementsprechend Wollenheim, um mir Schaden zu machen. Das Ding hat ja auch eine verdammt hohe physische Verteidigung. Und mit dem Ding kann man schon einiges machen tatsächlich. Da habe ich mir schon was ausgedacht. Zum Beispiel mit dem Kraftteiler, um mir dann dementsprechend, wenn ich der Gegner wäre, dann auch meinen Angriff dann zu minimieren und das dementsprechend echt natürlich zuzuschreiben. Das ist gefährlich. Irrlicht allgemein, da muss ich aufpassen. Wenn ich physische offensive Moves nutze, dass ich dementsprechend nicht mich von Irrlicht treffen lasse. Und Spukball ist eben ein ganz guter Step, der auch so reinhaut, wenn das Ding defensiv ausgelegt ist. Also auch darauf aufpassen. Skunktank kann ich auch erwarten, weil wie gesagt, Waschakwil und Skunktank sind die einzigen Hazard Removal Pokémon. Und Waschakwil würde eher offensiv mitnehmen, mit Scarf oder Bandit halt. Da spielt man keine Auflockern drauf, deswegen würde ich dann eher Skunktank erwarten, wenn er es wirklich spielen sollte. Aber ich glaube nicht, dass er das gegen mich mitnehmen wird. Also grundsätzlich auch mit Auflockern mitnehmen würde. Deswegen erwarte ich nämlich sowas wie Fokusgurt halt, dass er noch einen Move überlebt, dass er nochmal schnell Schaden machen kann bei mir, wenn er irgendwas reinswitchen möchte. Verfolgung ist allgemein recht gefährlich, wie ich auch finde. Und Knuddler ist auch so ein schöner Coverage-Move und Giftip und Knirscher machen eben sehr, sehr viel Step-Schaden. Und naja, das wäre das Set, was ihr erwarten würde gegen mich, aber das wird er so nicht gegen mich mitnehmen. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ansonsten, Pinsir. Nicht uninteressant auf jeden Fall. Das Ding kann immerhin Hochmut haben, das ist nicht uninteressant. Und auch da kann man ein Wahl-Item erwarten, tatsächlich so wie Scarf. Aber dann wird er keins anderen Pokémon eben mitnehmen können, so. Und deswegen erwarte ich das eher weniger. Ich kann auch Tarnsteine rauslegen, natürlich. Aber wie gesagt, ich erwarte es eher offensiv. Hat einen schönen Nahkampf drauf. Kann grundsätzlich sehr viele Kampfattacken, die nicht ungefährlich sind. Super Käfer-Step mit Kreuzschere, Erdbeben zur Coverage und Abschlag ebenfalls. Wird Damage machen, wenn es möchte. Und zuletzt noch Kecleon hat ja jetzt Wandlungskunst bekommen mittlerweile, schon seit der letzten Generation. Ist eine sehr, 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 sehr starke Fähigkeit geworden und Kecleon kann die wunderbar ausnutzen mit seinem Movepool, den er hat. Erwarte ich mit der Antibeere, also dementsprechend der, das ist die Rospelbeere, glaube ich, ne? Gegen Kampfattacken, kann ich mir gut vorstellen, das Ding kann ja auch speziell einiges aushalten. Würde dementsprechend auch physisch vielleicht nochmal eine Attacke tanken, um da ein bisschen Spaß mit uns zu haben. Kann ja auch Bizarro-Raum lernen. Das ist so eine Attacke, die ich mir sehr gut vorstellen könnte in seinem Team, gerade weil es ja nicht allzu schnell ist, was er hat. Stell ich mal vor, Kecleon kann Bizarro-Raum rausholen, hat dann ein Echnatol, was wirklich sehr, sehr langsam ist. Ein Azumarill, das ist ja auch nicht allzu schnell, kann man mit Minus Innen spielen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bizarro-Raum, Bauchtrommel und das Ding geht dann mit Knuddler und Kraftkoloss durch.
das wäre viel zu gefährlich, um Gottes Willen. Und der Rest dementsprechend, der nicht auf Init getrimmt ist, der kann dann auch den Bizarro wunderbar ausnutzen. Und Mogelhieb seitens Kekleon kann immer noch mal ein bisschen nicht flinchen lassen. Schattenstoß ist eine gefährliche Step-Attacke. Also kriegt ihr dann Step, wenn es dann Wandlungskunstboost bekommt. Und allgemein eben eine sehr, sehr starke Prio. Und da muss ich dementsprechend auch drauf achten. Das wird nicht einfach, fürchte ich mal. Gerade bei seinen physischen offensiven Monster, die er so haben kann. Wir schauen uns nochmal kurz die einzelnen Pokémon genauer an. Victini würde ich eben sagen, wird Sweep natürlich, aber da werde ich wahrscheinlich hauptsächlich Angst haben von dem V-Generator, aber da brauche ich eben Miltank für. Miltank ist das Mon, was ich am besten da rein switchen kann, wenn ich physisch defensiv spiele. Dann brauche ich da gar keine Angst haben, auch nicht von dem Z-Kampf-Move, das wird Miltank hinkriegen. Ich muss dementsprechend darauf achten, dass Miltank nicht zuvor stirbt. Das darf nicht passieren. Ansonsten Azumarill, wie schon erwähnt, größter Threat und ich habe keine safen Konter dagegen. Als Switchen kann ich mir Kargon sogar noch viel besser vorstellen als Empoleon, deswegen will ich das so mitnehmen. Empoleon wäre nur eben besser, wenn Azumarill keinen Kraftkoloss spielt und es wird Kraftkoloss spielen und er wird es mitnehmen. Er wird Azumarill safe mitnehmen. Muss er tun, sonst weiß ich nicht, wie er sich gegen mich vorbereitet hat. Macht einfach keinen Sinn. Und wie gesagt, Bauchtrommel ist eben das Set, was ich am meisten erwarte und Wasserdüse macht eben sehr, sehr viel Sinn. Und mal gucken, wie ich meinen Kargon dagegen dann auslegen kann. Werdet ihr dann gleich sehen. Knackhack als Mix-Tanker würde ich auch eher offensiv erwarten, wie schon gesagt, und mit Schwerthans macht das Ding echt Damage. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht zum Boosten kommen lasse. Hat dementsprechend aber auch viele Nara bei mir dann, was auf jeden Fall einiges tanken kann noch, auch nach dem Schwerthans. Und dann noch eine Schallwelle rausholt, die verdammt viel Damage machen kann. Wutsasser, verdammt gefährlich aufgrund dessen, dass es eben einschläfern kann. Aber auch dagegen kann ich meine Möglichkeiten haben, wenn ich eben nicht Mittag mit Vegetarier mitnehmen kann, nehme ich ihm ein Pokémon mit Schutzbrille mit. Und wer weiß, vielleicht kann ich das ja auf Voltolos spielen. Das sehen wir uns dann gleich natürlich an. Kostoso, physisch offensiv, klar. Auch das kann Schwertanz, auch das kann sowas wie Kraftkoloss werden. Gefährlich, aber auch dagegen kann ich Filinara wunderbar einsetzen. Also auch das sollte kein Problem sein. Und erwarte ich eigentlich auch eher nicht in seinem Team gegen mich. Blitze erwarte ich umso mehr natürlich, gerade weil es sein einziges spezielles Mon ist, wie ich finde. Und auch gespext werden könnte theoretisch. Ich rechne eher nicht damit, dass er das so mitnimmt. Aber gerade dann wird es gefährlich, wenn ich nicht damit rechne. Und mal gucken, was er dann wiederum so draußen machen kann. Aber auch dagegen kann ich Filinara mitnehmen, auch wenn ich das physisch defensiv spielen würde. Würde ich ja eh machen, aufgrund dessen, dass da ein Knackhack dabei ist. Aber selbst dann kann ich von Blitzer, auch wenn ich physisch defensiv bin, einiges tanken. Dann, wieder physisch offensiv, Waschakwil. Scarf, natürlich am gefährlichsten, kann auch Bandit gewesen sein natürlich. Aber vor allem mit Sturzzug ein starker Move, den er nutzen kann. Und Kargon wäre auf jeden Fall so ein Switch-In dagegen. Wo es gefährlich wird, wenn es wirklich Bandit ist und Kraftkoloss beherrscht, dann wäre Kargon kein so toller Konter. Aber da muss ich eben gucken, wenn er wirklich sich auf Kraftkoloss dann eben Choice, dass ich dann eben noch Linara notfalls habe. Dann habe ich dementsprechend auf jeden Fall irgendwie einen Konter dagegen. Irgendwie wird es funktionieren. Echt toll als Mix-Tank, vor allem eher physisch defensiv, wie gesagt. Und da muss ich eben sehr, sehr speziell auf das Irrlicht achten. Und dass ich da irgendwas habe, was dagegen irgendwie ankommen kann. Vielleicht das mit Vitalglocke wie Miltank zum Beispiel, wenn ich das mitnehmen kann im Move-Pool. Und ansonsten, ja, kann das Ding eben offensiv nichts gegen Miltank machen. Ich eigentlich auch nicht gegen das Ding, außer ich habe Rauflust als Fähigkeit. Ja, Miltank hat 3 richtig geile Fähigkeiten und ich kann nicht leider alle auf einmal spielen. Das würde ich so gern tun, aber funktioniert einfach nicht. Was sehr, sehr schade ist. Ansonsten Skuntank kann auch vieles tanken grundsätzlich und hat eben die Hazard Control. Und das ist immer so eine Sache, mit der man grundsätzlich nicht rechnet, Explosion. Das ist so eine Attacke, die vergisst man einfach gerne, dass das Pokémon beherrschen. Und manchmal kann ich mir gut vorstellen, der spielt auch sehr, sehr gerne mal unkonventionelle Sets, so wie ich das tue. Deswegen mag ich manchmal auch sehr, sehr gerne in seinem Spielstil. Und das ist eben auch so eine gefährliche Geschichte. Und da habe ich aber auch dementsprechend Kargon, kann Giftattacken tanken. Unlicht macht da auch nicht so viel Damage tatsächlich. Das sollte ich hinkriegen und Kargon wird dementsprechend ein Konter sein. Genauso wird Kargon auch gegen Pinsir und Kecleon was machen. Beide können physisch sweepen, beide können Rocks rauslegen. Beide haben ihre Möglichkeiten, physisch offensiv reinzuhauen. Einmal hier mit dem Nahkampf zum Beispiel oder mit der Wandlungskunst. Aber dagegen kann Kargon sich auch dementsprechend wehren. Also, kommen wir mal allgemein zu den Gefahren. Echnaton und Hutsasser sind dementsprechend die beste defensive Möglichkeiten, die er gegen mich hat, wie ich finde. Aber dagegen kann ich mich auch wehren. Trauma geht zum Beispiel, wäre perfekt eigentlich gegen Echnaton. Das kann ich super dagegen benutzen. Und Voltolos wäre ganz gut gegen Hutsasser, aufgrund dessen, dass ich das mit Schutzspiel spielen könnte. Und Hutsasser eigentlich nichts gegen mich hat, theoretisch. Dann, und das ist eben noch viel gefährlicher, die Gefahren in der Offensive des Gegners Azumarill. Ganz gefährlich in diesem, dementsprechend habe ich jetzt auch Kargon reingeschrieben, weil das doch ein bisschen besser ist tatsächlich. Zbettini wird komplett dann gewallt von Miltank, das sollte dann kein Problem sein. Gegen Knackhack habe ich eine Filinara, wie schon erwähnt. Auch mit einer Stahlattacke potenziell kann ich einiges tanken. Und Waschakwil würde ich dementsprechend auch mit Kargon dann abfangen können, außer eben so ein Bennett Kraftkoloss kommt. Dann habe ich notfalls immer noch Filinara. Deswegen, und jetzt freue ich mich auch, das zu verkünden, kommen wir zu meinem Team, was ich gegen mitnehmen werde. Und zwar Voltolos I, Miltank, Kion Black, Traumagil, Kargon und Filinara. Zum allerersten Mal kann ich dann dementsprechend
Traumagie endlich in diesem Kampf verwenden, womit ich zuerst gar nicht gerechnet habe. Aber schaut euch sein Team an und guck mal, wo er seine Switch-Ins hat gegen ein Traumagil. Klar, Waschak wie als Normal-Pokémon und auch Kekleon dementsprechend. Wenn er das Kekleon mitnimmt, wäre es ein super Konter gegen mich, aber das erwarte ich eher weniger. Aber der Rest ist kein Switch-In in ein Spukball grundsätzlich. Skunk dann vielleicht noch, aber das Ding kann auch nicht so viel tanken und wenn ich das dementsprechend stark mitnehme, kann das gut funktionieren. Was ich dementsprechend aber auch in seinem Team erwarte, sind Azumarill, Zwickini, Echnatol und Knackrack. Das sind so die Pokémon, die ich dementsprechend erwarten würde. Gut, wir gehen auf die nächste Seite, die sollen wir uns auch erstmal ganz schnell angucken. Victini Azumarill ist wie gesagt schon sehr, sehr speziell und sehr, sehr interessant. Hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, vor allen Dingen in der Offensive. Mit seinen Moves, die knapp unter 100 Base haben natürlich. Und viel, viel Damage machen. Ich habe es schon erwähnt, ich erwarte dementsprechend auch ein Zwickini mit Z-Kristall. Aber wie gesagt, auch offensiv. Ein defensiver Move macht eher weniger Sinn, wenn ich ehrlich bin. Verholen, glaube ich, kann sogar den Angriff boosten. Aber das würde nicht gegen mich mitnehmen, glaube ich. Der Rest, Irrlicht kann er natürlich auch nochmal vielleicht versuchen zu spielen, wenn er es ein bisschen defensiv spielt. Naja, aber ich erwarte es, wie gesagt, eher offensiv. Was er machen kann, ist nach Flexibilität, wenn er Donnerwelle und Donnerblitz spielen sollte, um mich eben zu paralysieren, weil ich eben ein recht schnelles Team gegen ihn habe. Das kann gut funktionieren und Donnerblitz ist allgemein ganz gut, wenn er noch was gegen mich in der Hand haben möchte, wie zum Beispiel gegen sowas wie Empoleon oder so. Natürlich auch als Feuermon kann das gut mitspielen. Er kann es mit Irrlicht natürlich spielen, wie gesagt, aber auch grundsätzlich V-Generator. Das kann er natürlich nicht als Feuermove spielen, weil das wäre verboten. Das geht über die Restriktion rüber. Er kann natürlich aber auch einen anderen Feuermove spielen, wenn er möchte. Ist grundsätzlich aber auch kein Problem. Dann haben wir, was ich aber auch eher erwarte tatsächlich, wenn er es mit dem Battalion Z spielt und dementsprechend mit dem Durchbruch, damit er was gegen meinen Miltank ein bisschen was hat. Es wird nicht so viel bringen tatsächlich, wenn man sich die Kalks anguckt. Ansonsten ist es aber sehr wahrscheinlich, was er auch mitnehmen kann, aber auch einfach um den Step auszunutzen, das eben als Psyom-Z-Move zu spielen mit Psychoschock und dem Psyom-Z. Das kann man dementsprechend auch erwarten. Gut, schauen wir uns mal erstmal kurz nochmal seine bisherigen Kämpfe an. Es waren grundsätzlich sehr interessant, immer so im Bereich 2-0, 3-0. Und man sieht schon, er hat immer sehr, sehr komische Sets mitgenommen, was ich sehr grundsätzlich präferiere. Und ist bisher auch immer recht offensiv in den Kampf gestartet. Man sieht grundsätzlich viele offensive Pokémon mixed, physisch, speziell eben nur das, wenn Blitzer mit dabei ist, wie hier zum Beispiel. Das ist immer speziell offensiv natürlich. Und ja, und er hat, glaube ich, wo war das? Moment. Auch sehr, sehr interessante Items natürlich drauf. Und eben viele Antiviren, die waren vor allen Dingen hier unterwegs und hier auch zum Teil. Da war echt einiges mehr dabei und da muss ich dementsprechend auch mit rechnen. Und ja, übrigens mit den nächsten Teambuilding-Videos werde ich nicht so stark auf die bisherigen Kämpfe eingehen, weil es immer mehr werden, logischerweise, mit jedem Teambuilding-Video. Und da wird es immer ein bisschen unübersichtlich, deswegen lasse ich das direkt ganz sein. Gut, kommen wir zur vorletzten Folie und endlich mal zu meinem Team. Und jetzt wird es sehr interessant, wie normalerweise immer. Wir beginnen direkt mit meinem Voltolos. Und das möchte ich dementsprechend als speziellen Sweeper mitnehmen. Und wie gesagt, mit der Schutzbrille, damit ich was gegen seinen Hutsasser habe. Weil sonst, ich möchte ungern, dass irgendwas von mir eingeschläfert wird. Und Voltolos ist dann der perfekte Konter. Stell dich mal Folgendes vor. Wenn ich jetzt Voltolos draußen haben sollte, im Kampf ganz normal, dann ist die Frage, was kann denn da reinswitchen? Gut, das wäre noch das Erste, was ich reinswitchen würde. Echnatol wäre wahrscheinlich ja, wie gesagt, physisch defensiv. Hutsasser würde ich da eher erwarten, tatsächlich, dass er mich dann einschläfert. Das heißt, ich habe in der ersten Runde die Chance, wenn er das reinwechselt, direkt auf Ränkeschmied zu gehen und mich auf plus 2 zu bringen. In der nächsten Runde wiederum würde er es dann vielleicht schaffen, dann Pilzbohrer einzusetzen, funktioniert dann nicht und ich habe dann plus 4 wiederum, wenn ich nochmal Ringgeschmied drücke. Und dann hat er ein riesengroßes Problem. Das würde ich aber auch erst dann machen, wenn ich sicher bin, dass ich seinen Scarfer erledigt habe. Weil dann outspeed ich alles bis auf Blitzer und Blitzer macht mir nicht so viel Damage und ich würde ihm grundsätzlich mehr Damage machen dann mit einer Finsteraura auf plus 4. Und Kraft des Eis zum Beispiel wäre richtig gut grundsätzlich gegen Knackack und auch gegen Hutsasser natürlich. Und Donnerblitz macht den Rest dementsprechend viel, viel Schaden. Weil sonst außerhalb von Knackack hat er keinen Boden-Pokémon und das mag grundsätzlich keinen Kraft des Eis sehen. Ja, und das ist eben so eins seiner Probleme. Und dementsprechend nehme ich das auch so mit. Mit recht viel Init-Investment, so dass ich gerade so einen Azumarill natürlich überleben könnte oder outspeeden könnte, wenn er es auf Max-Init mit Scarf spielt, das erwarte ich grundsätzlich eigentlich gar nicht. Was ich eher erwarte, ist natürlich Maximum-Init-Zerfitini, das ist eher wahrscheinlicher, deswegen nehme ich das auch so mit, wie es hier zu sehen ist. So erwarte ich das eher. Genau, Miltank. Und jetzt wird es nämlich interessant, was ich schon mal vorwegnehmen kann. Ich habe ja eine wunderschöne Synergie aus Offensiv und Defensiv mitgebracht. Ich habe Offensiv Voltolos E, Kyurem Black und Traumagil. Ich habe drei physisch-defensive Mons mit. Miltank, Kagurón und Filinara. Schauen wir uns gleich nochmal genau an, bevor ich jetzt schon wundert, was ich hier mitgenommen habe. Aber wie gesagt, er hat eher wenig in der speziellen Offensive, deswegen muss ich hier physisch durchgehen. Muss einfach sein. Und Miltank ist eben das erste physisch-defensive Pokémon.
mit der Speckschicht natürlich, speziell gegen Mittini und erneut mit der roten Karte. Ich habe nämlich vor, wie ihr schon gesehen habt, dass ich Miltank eben als Lead einsetze. Und egal was er macht, ich möchte eben die Switch-Initiative direkt zu Anfang haben, dass er, wenn er mich angreift, direkt auswechseln muss. Am besten habe ich schon die Tarnstunde vorgelegt, das macht das am meisten Sinn. Und dann muss ich am besten nur Glück haben, dass ich irgendwas dann reinbekomme, womit ich ein gutes Matchup habe zum Beispiel. Dass ich dann mit Body Slam zum Beispiel angreifen kann, notfalls, oder es auch direkt mit paralysieren kann. Kann ich mir auch gut vorstellen, das ist immer was Schönes, wenn der Gegner angreift, als mit einem Leadmon. Und ich habe in der Runde Dornerwelle gedrückt und er hat mich eigentlich outspeedet und dann kommt ein Pokémon rein, was er gar nicht drin haben wollte und es wird dann paralysiert. Das wäre ziemlich nice eigentlich, wenn das passieren würde. Da hat er nämlich gar keine Chance grundsätzlich gegen. Wie gesagt, Tarnsteine sind eben wichtig gegen sein Team, kann ich gut gegen Victini und Waschakwege gebrauchen. Blitzerpotenzial mit einem Fokusgurt, deswegen muss ich die auf jeden Fall mitnehmen. Ist übrigens der erste Kampf, den ich ohne Nidoking bestreiten werde. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber das Ding passt leider nicht so ganz rein, weil es auch nicht allzu schnell ist, leider gegen sein Team. Da brauche ich ein bisschen mehr Initiative, deswegen auch Traumagil im Team. Ja, ansonsten eben Miltank komplett physisch defensiv. Das heißt, ich kann von Victini wunderbar viel tanken. Auch von Knackack noch ein bisschen, wenn er noch Not am Mann ist. Und das sollte ich dann hinkriegen. So, kommen wir zu Kieran Black. Und zwar erneut endlich mal wieder als Garfa natürlich. Und diesmal komplett physisch offensiv. Er hat ja keinen Bedrohermon in seinem Team, das heißt, ich hatte überhaupt kein Problem, das physisch offensiv mitzunehmen. Mit Drachenklaue, Dunkelklaue, Eisenschädel und Kreuzzähne. Wobei, Moment, das ist nicht mehr aktuell tatsächlich. Da hatte ich, glaube ich, Moment, das müsste Wutanfall gewesen sein. Das war nicht mehr aktuell. So, das müsste jetzt stimmen. Genau richtig, so war es. Drachenklaue und Wutanfall einfach als Stat, das ich wunderbar nutzen kann, denn noch ein weiterer kleiner Schwachpunkt. Ich habe ihn mir jetzt nicht so als Schwachpunkt aufgeschrieben, aber gegen mich ist es ein Schwachpunkt tatsächlich. Er hat kein Stahl-Pokémon in seinem Elver-Team. Er hat einfach keins. Normalerweise ist das immer Pflicht, deswegen habe ich ja auch eins. Ich habe sogar zwei Stück. Ich habe Kagron und Empoleon. Und er hat einfach keins. Er hat einen Feenmon mit Azumarill. Das wird er so mitnehmen natürlich. Wenn er es nicht mit hätte, hätte ich einen riesengroßen Vorteil gegen ihn. Riesengroß. Weil was will er gegen einen Wutanfall geskraftes Kyo und Black reinswitchen? Nix hat er da. Grundsätzlich nichts. Also, ihr müsst Klackack mit Anti-Drachenbeere spielen irgendwie, um mich dann outspeeden mit dem Scarf selber. Aber ansonsten, nee. Ich würde dann dementsprechend alles mindestens two-hitten auf jeden Fall. Und dann hat er dann ein Riesenproblem gegen. Was grundsätzlich dann von irgendwie resistiert oder ein bisschen defensiv ist, wird sonst mit Eisenschädel oder Kreuz dann getroffen. Dunkelklaue hatte ich speziell gegen Echantol mitgenommen, aber dann macht die Drachenklaue trotzdem mehr Schaden tatsächlich. Eisenschild ist eben genauso was für Azumarill tatsächlich. Kreuzdonner eigentlich eher. Ich kann aber Kreuzdonner nicht immer so fleißig einsetzen, falls ich Azumarill erwarte, wenn er das reinholt. Aufgrund dessen, dass er Knackack und Blitzer hat. Und ich möchte ihm ungern die Switch-Initiative mit Knackack und Blitzer geben. Das ist ganz uncool. Deswegen lieber Eisenschädel, das macht Azumarill auch ein bisschen Damage und den Rest dementsprechend auch, wenn die gerade nicht defensiv gespielt werden. Deswegen spiele ich das so, wie es aktuell ist. Hab gerade so viel Investment, dass ich mit dem Wartschel auf 219 komme. Damit würde ich sogar einen Waschak wieder mit dem Scarf und Maximum Minute outspeeden. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass das Ding mich nicht aufräumt. Das möchte ich gerne vermeiden. Was haben wir noch so schön? Zum ersten Mal endlich in meinem Team Traumagil dabei und das soll Damage drücken. Mit dem Wahlglas. Ist ja recht schnell unterwegs, hat ja Maximum Init an der Base, glaube ich, von 105. Das ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Damit outspeede ich alles bis auf Blitzer tatsächlich. Die Init Base brauche ich dringend, deswegen habe ich auch Nidoking nicht in meinem Team. So, wie gesagt, Damage drücken hat den Spukball, den Stab. Und wie schon erwähnt, was will er da rein switchen, außer Waschakwege und Kecleon als Normal-Pokémon. Kecleon ist noch das Bessere dagegen, weil das Ding speziell defensiv einiges aushalten kann. Mal gucken, was er macht. Wir werden sehen. Trickbetrug ist auch eine ganz nette Geschichte. Da muss ich nur auch darauf achten, je nachdem, was er noch für Pokémon hat. Weil, wie erwähnt, er hat nicht wirklich viele spezielle offensive Mons. Deswegen so ein Trickbetrug, den Wahlglas rüberschieben. Wenn er sowas wie Kecleon natürlich mitnimmt, beziehungsweise, was hat er noch so schön ist, Echnatol, das wird er nicht reinswitchen, aber Hutzesser zum Beispiel. Die können eigentlich mit den Specs nicht wirklich viel anfangen, deswegen werde ich das aber erst einsetzen, wenn ich sicher bin, dass er keine speziell offensiven Monster mehr hat. Dann kann man das machen. Zauberstein ist eben dementsprechend gut für sowas wie Knackack allgemein und Donnerblitz kann man gut mitnehmen gegen Waschakwege eben, weil das sonst sein Switch-In wäre halt. Und das macht dann dementsprechend viel Damage. Hat gerade mal so viel Initiative, dass ich gerade so dann ein Maximum Victini ohne Scarf outspeeden würde. Weil ich ja habe, wie gesagt, 105 Initiative-Base und Victini eben nur 100. Genau, und dementsprechend wird das viel Damage machen. Azumarill würde ich dementsprechend auch gerade so, also wir hätten Speed-Tide tatsächlich, aber er wird es so nicht mitnehmen. Deswegen kann ich das eh vergessen, also lassen wir es einfach mal direkt so sein, wie es ist. Genau, was haben wir sonst noch Schönes? Wir haben Kagron, das nächste für die defensive Pokémon. Und mit einem Set, was ich so nie erwartet hätte, dass ich das jemals spielen würde gegen ihn. Ja, ich spiele jetzt komplett für die defensiv und mit einem Focus-Squad. Einzig und allein für Azumarill tatsächlich. Das hat einen Sinn. Ich möchte euch das mal kurz dann präsentieren.
Stell dich mal vor, ich habe einen Pokémon draußen, das jetzt nicht Kagoron ist und der kann Azumel da rein switchen. Wie zum Beispiel in Kyurem, weil ich mich auf den Drachenattacke scarfe. Dann ist eben die große Gefahr und das muss ich verhindern, dass er dazu kommt, durch mein Team durchzugehen, weil er hatte die Switch-Initiative und konnte dann auf Bauchtrommel gehen zum Beispiel. Und mit Wasserdüse würde dann eben alles outspeeden. Ich habe Kargoron dabei, das würde safe, wenn die Tarnsteine nicht liegen, einen Attacke auf jeden Fall überleben seinerseits. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich einen Attacke überlebe, kann ich dementsprechend einmal dann Rambos einsetzen, was echt viel Damage macht, also über die Hälfte auf jeden Fall bei ihm. Wenn er ja Bauchtrommel eingesetzt hat und sich dann mit der Zitrobeere um 30% teilt, war er bei 80%, nach dem Rambos wäre er auf 30% und dann hält er grundsätzlich nicht mehr viel aus. Klar, Kyurem Black wäre immer noch ein guter Switch-In, weil ich das auf jeden Fall safe speede, auch ohne Wahlschall theoretisch und eine Wasserdüse nicht sehr effektiv wäre und auch mit plus 6 nicht so viel Schaden machen würde auf Kyurem Black. Wäre immer also noch mein Switch-In natürlich, klar, wenn ich irgendwas, aber dann müsste ich irgendwas opfern. Würde ich eigentlich sehr gerne vermeiden, deswegen wäre Kagoron eher das Mon, was dafür sorgt, dass das Ding erstmal viel Damage frisst. Und dann muss ich Kagoron leider zum Opfern reinschicken. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich stark darauf vorbereitet, so gut es ging auf dieses Azumarill und es hat mir Nerven gekostet, aber es ging nicht anders. Es ging wirklich nicht. Tut mir leid, aber ich habe dagegen sonst keine andere Wahl. Ansonsten, zuletzt noch Filinara, das dritte für die defensive Mon. Wie schon erwähnt, also Miltank ist speziell wegen Victini da, Kagoron speziell wegen Azumarill und Filinara speziell für Knarrkrack dabei, damit ich das Ding auf jeden Fall auch sicher dann besiegen kann, für die Defensive, wie schon erwähnt, mit den Überresten diesmal, dass ich da auch ein bisschen mehr aushalten kann und ein bisschen mehr heile. Schallwelle kann allgemein gegen sein Team echt viel Damage machen, also gucken wir uns mal sein Team an. Hups, dass er noch einen Mon was da reinschicken kann. Wenn er das aber nicht mehr hat, hat er eigentlich nichts mehr, so richtig. Klar, es kommt, aber auch das wird nicht so viel aushalten gegen mich und auch nicht so schön gegen mich darstellen, glaube ich. Naja. Und ansonsten würde ich das auf jeden Fall mit der Staffette spielen, dass ich dann auch meine Initiative bekomme, also die Switch-Initiative natürlich. Und dann auch ein bisschen was aushalte, dass ich vielleicht safe in Kyurem oder so dann reingehen kann. Das ist noch so eine Sache, die ich auf jeden Fall dann durchziehen werde. Gut, dann sind wir schon gleich so gut es geht durch, Leute. Einmal zur letzten Folie. Was habe ich denn geplant gegen ihn? Grundsätzlich gibt's. Hoppla, so, bin ich hier richtig? Nee, ich bin noch in der falschen Folie, Moment. So, jetzt bin ich drauf. Aha, okay, wollte schon sagen. Und zwar, wie möchte ich den Kampf anfangen? Ich habe schon erwähnt, Miltank wäre eigentlich der beste Lead gegen ihn, weil ich defensiv dann alles aushalten könnte und ihn dann durcheinander wirble, wenn er mich einmal angreift und die rote Karte zu schwimmen bekommt. Das würde ich nämlich einmal durchziehen wollen und direkt nämlich dann so einfach die Tarnsteine herauslegen, die eben sehr, sehr wichtig sind gegen sein Team oder auch vielleicht ein Pokémon bereits paralysieren. Was ich mir auch hätte vorstellen können, ist eben Kyurem Black zum Anfang einzusetzen, aber dann ist es erstens klar, dass ich mich scarfe. Das ist so, wenn man Kyurem Black in den Lead setzt, ist es gescarft, sonst ist es so gefährlich, das reinzuschicken. Andererseits hat er noch zu viele Switch-Ins tatsächlich. Er hat Azumarill, er hat Blitzer, er hat Knarrkrack, da kann ich nicht safe sicher gehen, auf was er gehen wird dann und deswegen kann ich das schlecht als Lead einsetzen. Es wäre dann eine Wahrscheinlichkeit, wenn er weder Blitzer noch Knarrkrack noch Azumarill mitnimmt, dann kann ich Kyurem Black auf jeden Fall in den Lead setzen. Muss ich dann auch, das ist das Beste, was ich da machen kann, aber das wird nicht passieren. Wird nicht passieren, aber ansonsten wäre das sonst eine Lead-Möglichkeit. Wie ist der Plan zum Kampf? Ich habe jetzt sogar diesmal 4 Schritte aufgeschrieben. Und zwar, wie schon erwähnt, mit Miltank erstmal die Tarnsteine rausholen. Die werden wichtig sein. Ansonsten habe ich Traumagil, soll jetzt auch einen wichtigen Part übernehmen. Und zwar schon mal in erster Linie viel, viel Damage gegen sein Team machen. Wenn es so funktioniert, wie ich erwarte, nimmt er weder Waschakil noch Kekleon mit. Das heißt, er hat keinen richtig guten Switch in gegen mein Traumagil. Was natürlich am schönsten wäre. Dann kann ich Traumagil am besten nutzen, um dann schön viel Damage mit dem Spukball zu machen. Und das würde ihm grundsätzlich nicht allzu sehr gefallen. Das heißt, ich kann die ersten Pokémon bereits anschwächen. Und dann, was den Rest überleben soll, wäre dann Voltorus I, wenn er wirklich Hutsus mitnimmt, was ich sogar erwarte tatsächlich, dass ich dann die Chance habe, den Rest dann mit dem Setup Speed dann zu besiegen mit einem plus 4. Die Frage ist, wie lange Voltorus das durchziehen kann, weil da gibt es immer noch einen einen Azumarill mit einer Wasserdüse, was noch ein bisschen Damage macht. Theoretisch auch mit einem Kekleon natürlich, was Schattenstoß beherrscht und viele andere Prios in seinem Team, was dann irgendwann gegen mich ankommt und Blitzer noch ein bisschen Damage macht, weil es schneller ist als ich. Dann würde Voltorus nicht lange überleben. Aber dann würde Kyurem Black im 4. Schritt eben den Late Game Sweep ansetzen, wenn schon alles angeschwächt ist und ich dann auch keinen Azurimere in seinem Team mehr sehe, dann habe ich noch Wutanfall und dann gehe ich durch den Rest des Teams durch. Das ist so mein Plan, ob das so aufgeht, das werden wir dann im Kampf sehen. Das sieht dann wiederum morgen um 14 Uhr kommt, glaube ich, der Kampf gegen mein Typ und sein Team Triondo Tree im 6. Spieltag der GPL Season 4. Wünsche mir Glück, wir brauchen dringend wieder 3 Punkte, um das vom letzten Mal wieder aufzuholen und wir wollen mal schauen, wie es ausgeht. Wünsche mir viel Glück und ich würde sagen, bis zum Kampf, bis dann und auf Wiedersehen.